Morgen. Diesmal bin ich auf dem Alpsee im Süden, schön hier in Bayern. Ja, herrliches Wetter, bin hier alleine auf dem See heute. Ja, wer früh aufsteht, ne? Kennt ja den Spruch. Ne? Ja, sieht richtig geil aus hier mit den Bergen alles. Coole Sache. Wasser richtig schön klar, kann man nicht meckern. Also Ambiente top hier, wenn man hier die Berge guckt. Ey. Ja gut, Zugspitze kann man jetzt hier nicht sehen von hier aus, aber nachher mal. Wasser richtig klar hier. Schon der Wahnsinn. Ja, schon geil. Ja, dann werden wir mal losfahren. Ne? Sag ich mal bis gleich auf dem Wasser. Wahnsinn. Wahnsinn. Das sieht ja mal richtig geil aus, die Kulisse hier. Also hier mit der Zugspitze hier. Vorne, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja mal richtig, richtig geil. Ey. Alles richtig habe ich gemacht, dass ich heute hier hingekommen bin. Gestern Abend losgefahren. Was heißt gestern Abend? 16 Uhr losgefahren. 0:15 Uhr angekommen hier. Aber ich bin in einen durchgefahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind. 7,5 Stunden oder 8 oder keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Zumindest voll geil. Ich bin einen Parkplatz gesucht. Ja. Schön in Van übernachtet, heute Morgen direkt aufgestanden, 5 Uhr Wecker gestellt. Boah, ich hätte ehrlich gesagt nur weiter schlafen können. Aber egal, ich wollte hier einer der ersten sein auf dem See. Weil da kann man richtig schon genießen hier auch alles. Heftig, ey. Sieht da mal richtig geil aus. Also Leute, hier müsst ihr mal auch mal hinfahren. Voll Hammer geil.
Wasser ist ja der Wahnsinn, ey. Boah, so typisch, ne? Hammergeil. Ey. Fische hier drin. Ey. Sie kommen gar nicht aus dem Fotografieren heute raus. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche oder so, heißt die kleine Insel hier mit dem Wegweiser oder was auch immer ist Steinbichel oder so. Schon cool. Na gut, fahren wir mal woanders hin. Fahren wir mal zur nächsten Insel hin. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that she'll take it into her sight. Schweizer Hüt. Ja, bitte. Ja, jetzt bin ich auf die Maximilianinsel jetzt. Hammer, total geil. Hier Blick auf Zugspitze. Wahnsinn. Vorne ist die Hütte. Cool. Einfach nur geil. So, dann wollen wir mal weitermachen, ne? Ja, nicht viel gesehen. Ich bin gerade erst unterwegs. Ein Schnäppchen.
bisschen rein, dann geht's auch weiter. Ja, herrlich, einfach nur herrlich. Ich werde hier so sehen, Wahnsinn. Einfach nur geil. Ja, einfach nur geil. So, weiter geht's. Da ist auch wieder so eine Hütte, so eine kleine da drauf. Oh, voll geil. Ich wiederhole mich, glaube ich, mit voll geil, ich weiß. Aber ist ja wirklich so. Fische wieder hier rein. Fahren wir mal rechts rum. Ich glaube, die Insel hat gar keinen Namen hier. Auch noch mal ein kleines Päuschen machen. Muss mal einen Kaffee trinken oder was? Ja, hier ist ein richtig schöner Platz. Hier kann man noch mal einen Kaffee trinken. Oh, erstmal frühstücken vernünftig. Dann fahren wir mal zur nächsten Insel rüber. Da vorne. Die beiden, die habe ich noch nicht. Ja, ich kann mich mal so richtig, richtig gerade ärgern, ey. Dass ich keine Hängematte mitgenommen habe. Die liegt natürlich schön im Auto. Ah, warum habe ich die vergessen, ey? Das wäre so ein idealer Platz hier mit den Bäumen hier, alles hier. Da hinten, vielleicht da oben, schöner. Ach, Jemine. Egal. Kann man nichts machen. Die liegt im Auto. Ich hab's nicht vergessen. Was soll's. Geh ich jetzt auch nicht holen, weil dann muss ich das Boot unten lassen. Nee, mach ich nicht. Ja. Vielleicht lege ich mich gleich irgendwo auf den Stein. Hier vorne oder so. Drauf oder was. Keine Ahnung. Ey. Mach mal so ein kleines Nickerchen. Setz ich einen Timer am Handy oder was. 45 Minuten oder so. Mal schauen. Mach mal kurz die Augen zu. Warum nicht, ne? Bietet sich ja hier an. Ja. Na gut, dann soll ich mal bis nachher wieder aufs Wasser. So, jetzt sitzen wir wieder im Boot. Ah, richtig gut getan. Die 45 Minuten Pause da, oder war ein bisschen mehr, der 45 Minuten Schlaf war schon gar nicht so verkehrt. Ja, fahren wir mal weiter. Fahren wir mal da in der Richtung rein. In der Bucht, da vorne in der Bucht noch mal rein. Gucken, was es da gibt. Ah, da paddelt auch einer. Oh, hat sich viel getan, seitdem ich geschlafen habe. Zwei, drei. Sehe ich jetzt gerade. Ein Sub da vorne noch. Ja, also ich glaube, die Leute sind jetzt langsam wach geworden. Thank you.
Klein, aber fein, die Insel. Oh, so eine kleine Festung hier drin. Bestimmt als Windschutz gebaut mal. Ja, ja. Aber nicht schlecht. Hier kannst du einen Tarp drüber spannen hier. Da kannst du dir nächtigen oder einen Regen aushalten. Aber nicht schlecht, ey. Cool. Nochmal da vorne gucken. Schon geil. Schon geil. Türkise, Wasser. Wahnsinn, ey. Sieht schon geil aus. Nur jetzt langsam mit der Ruhe vorbei hier. Jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern. Um 12 Uhr jetzt. Haben sie alle ihr Süppchen gegessen, Norbert. Jetzt sind sie alle da. Andere Seite auch. Ja. Ja, man muss früh genug hier hin, dann hat man seine Ruhe. Ich habe mich schon gewundert, dass hier nichts los ist, richtig. Ja gut, fahren wir weiter. Mal wieder im Kahn. Perfekt. Auf geht's wieder. Herrliches Wasser. Herrliches Wasser. Ich muss gleich mal rein. Thank you.
Hier wird es was leerer jetzt. Keine Menschen mehr. Zumindest nicht mehr so. Alles klar, Ähnchen. Alles gut? Hm? Was ist denn? Ich hab gar nichts zu essen da wieder. Warum kommt ihr eigentlich immer zu mir, oder? Hm? Komm hier, da. Ähnchen. Da. Ist das fein, wa? Hm? Ist das lecker, Chef? Jo. Ein bisschen kannst du essen, ne? Fein. Nur ein bisschen, ne? So, da vorne noch hin. Schnell kochen. Schnell, jawoll. Da noch. Ja. Ich hatte Bauchschmerzen. Oder? Ja. Oh ja, fütterst du. Willst du auch aus der Hand gefüttert werden? Ja. Klappt das? Klappt das? Jawohl. Gut. So, wieder mal ein kleines Päuschen gemacht. Reicht jetzt. Fahren wir mal weiter jetzt. Viele Pausen, die ich hier gemacht habe, ne? Wahnsinn. Ne? Gerade viele. Ja, da vorne. Ja, jetzt weiter. Richtig, richtig geile Tour. Richtig. Wahnsinn. Das hat richtig Spaß gemacht hier. Wirklich, absoluter Hammer. Ich mir dazu angucke hier hinten, die Zugspitze da und alles. Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Ich mache jetzt hier schon auf dem Wasserschluss, also unten am Anlegesteg da oder ja, da sind so viele Menschenmassen, die gehen hier baden und alles. Also jetzt nachmittags ist hier voll, also rappevoll. Ne? Und ja, früh, also wenn ihr hier hinkommt, handeln wollt und eure Ruhe haben wollt, früh morgens, direkt 7 Uhr, 6 Uhr hier sein, Klamotten raus, zack, aufbauen und raus, direkt die Insel anfahren, sehe das Schönste, sag ich jetzt mal, da drauf zu gehen und ein bisschen zu chillen, also Wahnsinn, also ich dreh noch mal einmal rum, guck da noch mal die Zugspitze, gucken hier alles, ja, ich mach grad langsam, schon geil mit dem Schnee da oben drauf. Ist schon Hammer. Ich bin echt am überlegen, ob ich da noch hochgehe. Ich habe so Höhenangst. Wenn ich mir das angucke mit der Bahn da hoch, da, die Seilbahn da. Boah, ich weiß nicht. Ach je. Na, mal schauen. Vielleicht seht ihr das dann noch so als kleinen Schmerkel, dass ich da fahre, vielleicht aber auch nicht. Alles klar. Ne? Okay, Leute. Schaltet wieder ein bei mir, ne? Wie immer, ne? Daumen hoch, wenn es geht, ne? Wenn euch das gefallen habt, ne? Oh, kleine Abo dalassen vielleicht oder was. Ne? Mal schauen. Ne? Okay, Leute. Bis zum nächsten Video. Dankeschön. Ne?